Lucas Hurler. It's a slap in the face for Niko Kovac. His second goal in as many games, but he'll remember this one for a long time. Das sind natürlich nicht unsere Ansprüche. Auch jetzt so. Nicht respektlos Freiburg gegenüber zu sein, aber ich denke, in der Vergangenheit war es immer so, dass Mannschaften wie diese hergekommen sind und mit einem klaren Ergebnis nach Hause gefahren sind. It's another headache though for Niko Kovac, as Bayern failed to win at home for the fourth game in a row. War geil auf jeden Fall, das Tor so spät zu machen.